Hey, na, gehen wir mal direkt in das Video von Cats Play. Bibi Statement ist die perfekte Influencer-Entschuldigung. Geht 11 Minuten. Hallo. Miau, miau, miau. Wo bist du hin? Hallo. Hallo. Gadze. Jetzt ist meins Mikrofonschnur. Guck mal das. Möchtest du hier sitzen bleiben, damit wir zusammen das Video gucken? So, wir gucken jetzt rein in das Video von Cats Play. Leute, es ist passiert. Nach monatelanger Stille hat Deutschlands ehemalig größte Influencerin ihr Schweigen gebrochen. Bianca, früher bekannt als Bibis Beauty Palace, hat sich in einem langen, emotionalen Blogpost für ihre früheren Taten entschuldigt. Und lasst mich euch sagen, diese Entschuldigung, die hat es echt in sich. Und es ist vielleicht eine der besten Influencer-Entschuldigungen, die ich jemals gesehen habe. Erinnern wir uns kurz zurück. 2012 startete dann die damals 19-jährige ihr Bibis Beauty Palace gesehen? Ich habe von der Frau Ionisch gesehen. Gar keine Ahnung. Also ich weiß, dass sie existiert. Ich weiß, dass viele Fans sind. Aber nie was von ihr gesehen. Bianca Heinicke ihren YouTube-Kanal. Was als harmlose Schminktutorials begann, entwickelte sich schnell zu einem Internetphänomen. Innerhalb weniger Jahre wurde Bibi zu einer der erfolgreichsten Influencer Deutschlands. Mit Millionen Follower. Ich will auch unbedingt ein Shure-Mikrofon, ne? Also Alpha Kevin hatte auch eins. Ich will genau das, was er hat. Aber das ist voll teuer. Da muss ich jetzt erstmal drauf sparen. Aber da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Weil meins ist auch so ein bisschen alt und ein bisschen crap so. Ja. Das würde ich unbedingt haben. Und sie hatte ja da auch einen Shure. Ich finde, sie hat eine sehr, 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 sehr coole Stimme. Von einer eigenen Produktlinie und einem Lifestyle, von dem viele überhaupt nur träumen können. Gerade der Content mit ihrem ehemaligen Freund Julienko kam besonders gut an. Und so wurde er recht schnell Teil ihrer Marke. Doch mit dem Erfolg kamen auch die Kontroversen. Fragwürdige Produktplatzierungen, übertriebener Konsum und die ständige Zurschaustellung ihres Luxuslebens. Ich habe von der nie was geschaut, weil ich hatte auch erst super spät Internet und ich habe erst mit 18 angefangen, YouTube-Videos zu schauen. Und also das war ja jetzt vor 9 Jahren, habe ich so über das Internet bekommen. Und da muss ich ja einiges nachholen, also immer noch einiges. Brachten ihr eine Menge Kritik ein. Dann Mitte 2022 verschwand Bibi plötzlich von der Bildfläche. Sie und Julienko trennten sich und ab da herrschte Funkstelle auf allen ihren Social-Media-Kanälen. Das habe ich mitbekommen. Habe ich das mitbekommen. Auch wenn ich nicht viel von dieser Frau mitbekommen habe. Mausi, what you doing? Fast 2 Jahre lang hörten wir nichts mehr von Bibi. Doch dann, am 29. Dezember 2023, kommentierte sie einen Post ihres neuen Partners Timothy, welcher zufällig zu einem ähnlichen Zeitpunkt anfing, seine Live-Coachings zu bewerben, aber das nur mal ganz nebenbei. Wenige Tage später dann, am 1. Januar 2024, folgte dann Bibis erster Post seit langer Zeit, und zwar auf Instagram. Aber Leute, das war nicht mehr die Bibi, die wir kannten, sondern sie nannte sich jetzt Bianca Heinicke. Also ich habe mitbekommen, dass sie sich von diesen Julienko getrennt hat, weil das ganz doll auf TikTok ein Thema war. Also ganz, ganz doll. Und da kamst du gar nicht dran vorbei, das nicht mitzubekommen. Und ich habe, es war gar nicht geschnallt, wer das ist. Dann hieß es so, ja, beide haben ihre Social-Media-Kanäle irgendwie leer geräumt und bla bla bla. Und dann habe ich halt so bei Instagram geguckt und dann war das wirklich so und dann waren alle so, ah, oh mein Gott, Bibi und Julienko und ach, Julienko ist doch so ein Traummann und ach, Bibi ist doch so cool und bla und Traumpaar und ich war nur so, sie hat einen Freund? So, also ich, wir lernen das jetzt noch alles, ne? Ich wurde auch unter meinem YouTube-Video über die PD, die Sache, wurde ich sehr geroastet dafür, dass ich das nicht mitbekommen habe mit diesen Eifelstein. Ihr Geburtsname. Und statt Shopping-Hole und Produktwerbung sprach sie plötzlich von Selbstfindung. Seitdem ich darauf achte, Balance in meinem Leben und Alltag zu haben, sehe ich alles um mich herum viel klarer. Die einzige Konsum-Queen präsentierte sich jetzt als nachdenkliche und reflektierte Frau, die ihr altes Leben hinter sich gelassen hatte. Okay. Und monatelang fragten sich, ist ja grundsätzlich erstmal eine super Sache. Leute, dann, wie es sein kann, dass Bianca nun zurück ist, ihr ganzes Leben hinter sich gelassen hat, aber ihre Vergangenheit und ihre Fehler mit keinem Wort erwähnte, die aber im starken Kontrast zu ihren neuen vertretenen Werten standen. Ich will das Wort gar nicht aussprechen, aber Leute unterstellten ihr Doppelmoral. Tja, aber say no more. Tatsächlich hat sich Bianca mittlerweile in einem Blogpost ganz ausführlich entschuldigt. Was soll ich sagen? Das Statement ist verdammt gut geworden. Es zeigt eigentlich genau, wie eine Entschuldigung auszusehen hat und deswegen machen wir daraus hier ein kleines Tutorial-Video, und zwar, wie sich ein Influencer entschuldigen sollte. Und das machen wir natürlich. Ich finde die echt cool. Ich finde die super,
Da lassen wir direkt mal ein Abo da. Anhand von Beispielen aus Biancas Statement. Erstens, Ehrlichkeit und Selbstreflexion. Eine Entschuldigung sollte natürlich ehrlich und selbstreflektiert sein. Transparenz soll Klarheit schaffen. Und die Selbstreflexion zeigt, dass der oder die Betroffene das Problem auch wirklich verstanden hat. Bibi geht mit sich selbst schonungslos ins Gericht. Sie schreibt zum... Ich finde, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Jeder Mensch macht Fehler. Jeder Mensch darf Fehler machen. Aber du solltest das halt dann auch selbstreflektierend sehen, eingestehen und dich dann auch entschuldigen, wenn du damit Leute verletzt hast. Gerade Influencer, Content Creator, Musiker, alles in die Richtung, gerade die sind ja eine Vorbildfunktion und gerade die sollten auch dann wirklich selbst reflektieren und wirklich ehrlich auch sich entschuldigen, wenn es angebracht ist. Meine Meinung. Zum Beispiel, ich habe versucht, mir meine Freiheit und mein Glück mit Geld zu kaufen. Diese Offenheit ist eine Seltenheit in der Influencer-Welt. Sie gesteht sich ein, dass ihr Leben ein Paradoxon war. Nach außen perfekt, innerlich aber leer. Zweitens, detaillierte Einsicht. Eine gute Entschuldigung sollte nicht oberflächlich sein. Details sind kein Muss, aber sie zeigen, dass die sich entschuldigende Partei bereit ist, sich im Gegenzug verletzlich zu machen. Und statt oberflächlicher Floskeln gibt uns Bibi tatsächlich einen tiefen Einblick in ihre Gedankenwelt. Sie beschreibt in ihrem Statement, wie sie in einer Art Spirale gefangen war, wo sie das Gefühl hatte, aus dieser nicht mehr aussteigen zu können. Besonders eindrücklich ist vor allem auch die Schilderung, wie sie selbst private Momente nur noch in der Linse der Social-Media-Verwertbarkeit sah. So schreibt... Muss ich sagen, erwische ich mich auch manchmal bei, dass ich viele Sachen sehe ich als Content. Wo ich dann denke, daraus kann man Content machen. Oder man macht sowas alltäglich und das so, ja, das kann man ja filmen, weil Content... Alles kann Content sein. Und man muss da auch manchmal echt aufpassen, dass man auch noch privat von Content trennt. Sonst gehst du irgendwann kaputt. Sie, ein schöner Abendspaziergang bei Sonnenuntergang am Meer. Sofort zückte ich mein Handy. Schließlich wäre es ja viel zu schade. Ja, genau das passiert mir auch immer wieder. Ich bin irgendwo, irgendwas Schönes oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwas. Und ich habe immer... eine Story gemacht, immer dann so das alles direkt gefilmt und fotografiert und sonstiges. Ich bin mit Leuten unterwegs und mache dann einfach so eine richtig belanglose Story von dem Himmel und markiere die Leute. Und das habe ich mir in den letzten Wochen sehr krass abgewöhnt, dass ich nicht mehr alles poste. Also ihr wisst teilweise, also früher wusstet ihr immer, wo ich bin und was ich mache, weil ich alles gepostet habe, alles, immer, immer. Meine Story war immer voll mit meinem Leben, komplett. Und mittlerweile poste ich nicht mehr alles. So, teilweise bin ich mit Leuten unterwegs, von denen ihr noch nie was gehört habt. Und vorher habe ich immer die Leute direkt markiert. Versuche halt nur noch Sachen zu posten, die Content-relevant sind. Also fast nur noch das. Und nicht mehr alles. Es ist wirklich krass, wie ich mich auch zusammenreißen musste in den ersten zwei Wochen, nicht mehr alles in die Story zu posten. Halt auch, ich habe ja viel so private Gedanken und so auch in meine Story gepackt. Aber halt viel zu viel, nicht nur so ein bisschen. So ein bisschen ist ja auch voll gut eigentlich so als Creator. Und hab einfach alles. Ich war essen, hab das gepostet, mit wem und wo. Ich gehe ins Kino, ich hab das gepostet, mit wem und wo. Wenn der Moment nicht als Post oder in meiner Story gelangt wäre. Heute frage ich mich, wie privat ein Moment sein konnte, wenn er gleichzeitig unprivat genug war, dass ich ihn auf Social Media poste. Strong, was die Frau da geschrieben hat. Fühl ich komplett. Folgst du so einer Instagram-Seite, die heißt Influencers in the Wild. Da wird auch oft sowas gepostet. Konnte. Drittens, Verantwortungsübernahme. Eine gute Entschuldigung ist vor allem dann was wert, wenn der sich Entschuldigende auch die Verantwortung übernimmt. Wenn die Person Verantwortung übernimmt, bedeutet das, dass sie wirklich verstanden hat, was falsch gelaufen ist. Es ist einfach zu sagen, es tut mir leid, dass du dich verletzt gefühlt hast. Denn das schiebt die Verantwortung auf andere Menschen. Es tut mir leid, dass du dich verletzt gefühlt hast, ist absolut die schlechteste Entschuldigung, die du jemals bringen kannst. Du entschuldigst dich dafür, dass du jemanden dazu gebracht hast, sich so zu fühlen. Und entschuldigst dich nicht bei der Person dafür, dass sie sich so fühlt. Auch wenn das nicht deine Absicht war, dass die Person sich schlecht fühlt, hast du trotzdem dafür gesorgt mit deinem Verhalten, dass die Person sich so schlecht fühlt. Und dann steht es in deiner Verantwortung, dich dafür zu entschuldigen
dass die Person sich so fühlt, auch wenn das nicht deine Absicht war. Es ist trotzdem passiert und deswegen musst du trotzdem die Verantwortung dafür übernehmen. Menschen ab. Bibi jedoch versteckt sich nicht hinter Ausreden. Sie sagt ganz klar, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich unkritisch Kooperationen mit Partnern wie Shein eingegangen bin. Das ist direkt über... Shein hat mir auch schon mehrfach geschrieben wegen der Kooperation und Temu. Kooperationsanfragen, die von mir nicht mal eine Antwort bekommen. Weil ich würde never ever mit solchen Sachen kooperieren. Ich würde nur mit Firmen kooperieren. Gefühl habe, die sind ethisch vertretbar. Name von Verantwortung, die in Influencer-Entschuldigungen oft fehlt. Viertens, konkrete Beispiele. Dass man das Problem verstanden hat und auch wirklich die Verantwortung dafür übernimmt, das wirkt besonders dann glaubhaft, wenn man auch ganz konkret benennen kann, was man falsch getan hat. Und das tut Bibi. Sie geht in ihrer Entschuldigung auf spezifische Kontroversen ein. Insbesondere ihre Werbung für Fast-Fashion-Mode. Das ist echt mutig, denn viele Influencer würden solche Themen lieber unter den Teppich kehren. Ich habe gesehen, sehr, sehr viele Influencerinnen werben mit Romwe. Wenn ihr das kennt, Romwe ist so ein Goth-Punk-Verteiler, aber gehört halt zu Shein, so wie ich das verstanden habe, und ist absolutes Fast-Fashion-Gedöns. Die haben coole Sachen, die haben coole Looks. Und ich denke mir so, wenn du meinst, du musst dein Geld für Fast-Fashion ausgeben und das unterstützen, bewirb das nicht. Sag nicht anderen Leuten, sie sollen das tun. Also verharmlose doch dieses riesige Problem, finde ich. Hört euch das an. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich unkritische Kooperationen mit Partnern wie Shein eingegangen bin. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich in Kauf genommen habe, für Marken zu werben, denen vorgeworfen wurde, Kinderarbeit zu unterstützen und Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen zu beschäftigen. Sie geht sogar noch weiter und sagt, ich habe die Hintergründe solcher Marken nicht ausreichend hinterfragt. Fünftens, Erklärungen statt Rechtfertigung. Während eine Erklärung die Umstände beschreibt und Verständnis fördert, versucht eine Rechtfertigung, das Verhalten zu entschuldigen, was oft als unaufrichtig wahrgenommen wird und echte Reue untergraben kann. Aber Bibi erklärt ihre damalige Situation, ohne sich zu rechtfertigen. Sie beschreibt den Druck der eigenen Branche und auch ihre Gier. Aber sie macht klar, es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass ich in bestimmten Phasen meines Lebens teilweise fatale Entscheidungen getroffen habe. Sechstens. Strong, Bibi, strong. Lernprozess und Wandel. Was ist eine Entschuldigung wert, wenn man die Dinge nicht auch verändern will? Bibi beschreibt eindrücklich ihren persönlichen Wandel. Konfession. Manchmal gehe ich in den Primark, aber erst nachdem ich woanders einen Artikel oder Basic nicht gefunden habe, das mir passt. Ich gehe auch hin und wieder mal in den Primark, so weil ich... Ich habe meine Netzstrumpfhosen oder Socken. Ich kaufe da aber jetzt nicht meine regulären Klamotten. Also ich achte da schon drauf, dass ich mittlerweile... Früher nicht. Früher, ich habe auch schon bei Shein ein paar Mal bestellt damals, bis ich halt wusste, wie problematisch das ist und dann habe ich das halt aufgehört. Und auch so bei so Sachen wie AliExpress, bei Wish habe ich sehr, sehr viel Schmuck bestellt damals, so diese bunten Schmucksachen. Mittlerweile ist mir aber bewusst, was das ist und verzichte halt darauf. Bei Primark ähnliches Problem, gehe ich aber Tatsache manchmal doch hin für Socken oder Netzstrumpfhosen. Ist auch nicht gut, auf jeden Fall. Auch Sachen wie New Yorker und H&M und so sind ja auch eher problematisch. Ich gehe halt Tatsache sehr gerne mittlerweile in so Secondhand-Shops oder kaufe mir nur noch so ein Teil. Dafür ist es ja also was teurer von teureren Marken. Aber naja, die gehen auch schnell kaputt. Ja, ja, das ist halt das Ding. Wer billig kauft, kauft halt dreimal, ne? Nicht nur zweimal. Bibi spricht von einer Reise, auf die sie sich begeben hat, um sich selbst besser zu verstehen. Sie erklärt, dass sie heute viele Dinge anders sieht und anders bewertet als früher. Siebtens, Zukunftsorientierung. Bibi kündigt Schritte an, wie sie in Zukunft verantwortungsvoller agieren will. Sie plant, problematische Videos von ihrem YouTube-Kanal zu entfernen und ihre Plattform... Bei Wind bestelle ich auch viel. Ja, bin ich voll bei dir. Sogar Schuhe. Form bewusster zu nutzen. By the way, falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann würde sich Wolfgang natürlich über ein Like und ein Abo freuen, damit sie am Ende des Videos wieder ein Leckerli bekommt. Und nochmal ganz kurze Eigenwerbung. Falls du deine neue Lieblingsstreamerin suchst, dann kannst du natürlich auch sehr gerne auf Twitch vorbeischauen. Da bin ich 2 bis 3 Mal die Woche live. Und ansonsten habe ich auch noch einen Zweitkanal. Da lade ich täglich eine Reaction hoch. Also schau gerne vorbei, falls du mehr Content möchtest. Kommen wir jetzt nochmal zu einigen spezifischen Punkten, die ich an Bibis Entschuldigung wirklich gut finde. Der Blogpost ist wirklich lang. Das muss nicht unbedingt was heißen. Zeig
zeigt aber, dass Bibi sich Zeit genommen hat. Sie geht chronologisch vor, von ihrer Jugend bis heute, und analysiert dabei kritisch ihre Entwicklung. Was diese Entschuldigung so besonders macht, ist die Tiefe der Selbstreflexion und die Bereitschaft, unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Bibi deckt die Schattenseiten des Influencer-Daseins auf eine Art und Weise auf, die so wahrscheinlich nicht wirklich häufig vorkommt und mich am ehesten noch an das Self-Expose von Tuddle erinnert. Sie spricht von der toxischen Natur der... Dieses Self-Expose-Ding von Tuddle, ne? Ich habe das immer noch nicht gesehen. Ich habe aber Ausschnitte gesehen von TikToks und so. Ich habe auch mit Freunden geredet, die mit Tuddle auch befreundet sind. Ich habe ja auch einige Influencer und Content-Creator-Freunde. Ich will da nicht so viel ins Detail gehen, so. Aber das Video ist weniger dramatisch, als es eigentlich ist. Also... Sachen wie, ja, ich habe da mal so wen geghostet und so. Sorry, ich habe auch schon wen geghostet. Ist natürlich nicht cool, so ist aber halt auch mal passiert. So Sachen, also das meiste, was Tuddle irgendwie sagt, was ich mitbekommen habe, sind halt Dinge, die gar nicht so dramatisch sind. Ein paar Sachen bestimmt schon, aber... Influencer-Welt und wie sie selbst dazu beigetragen hat. Besonders beeindruckend finde ich, wie sie von den psychologischen Auswirkungen ihres früheren Lebens spricht. Sie nennt es Selbstzweifel, Unzufrieden, Unsicherheit und Leistungsdruck. Gefühle, die sicher viele sagen, Selbstzweifel habe ich leider auch viel. Leistungsdruck habe ich auch. Wahrscheinlich nicht so viel wie Bibi. Ich bin lange nicht so groß wie Bibi. Habe ich auch. Erkennen, aber selten so offen ansprechen. Natürlich bleibt abzuwarten, ob Bibi diesen Weg weiterhin konsequent gehen wird. Aber dieser erste Schritt, diese erste Entschuldigung, verdient meiner Meinung nach Respekt. Allerdings, Leute, müssen wir natürlich wie immer auch die andere Seite der Medaille betrachten. Nicht alle werden von Bibis Entschuldigung überzeugt sein. Und es gibt durchaus einige Kritikpunkte. Lass uns darauf mal einen kurzen Blick werfen. Man könnte zum Beispiel argumentieren, dass es für Bibi einfach sei, jetzt reumütig zu sein, nachdem sie die Millionen bereits verdient hat. Man könnte Bibi auch eine gewisse Heuchelei unterstellen. Wäre Bibi zu diesen Einsichten jemals gekommen, wenn sie nicht schon finanziell ausgesorgt hätte? Denn Bibi hat jahrelang von fragwürdigen Partnerschaften und übermäßigen Konsum profitiert. Ihre Entschuldigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sie die Früchte dieses Verhaltens längst geerntet hat. Weitergehend könnte man sagen, dass eine echte... Ja, aber da sage ich ganz gerne unser klassisches Sprichwort, was wir ja alle kennen, besser spät als nie. Entschuldigung bedeuten würde, dass sie nun auch Konsequenzen zur Folge hätte. Etwa durch Spenden oder aktiven Engagement gegen die Praktiken, die sie einst unterstützt hat. Ob sie das vielleicht schon mittlerweile getan hat, nur nicht an die große Glocke hängt, das können wir nicht wissen, oder aber ob sie das in Zukunft zum Beispiel noch vorhat. Fakt ist aber, dass Bibi den Schaden, den sie möglicherweise bei ihrer jungen Zuschauerschaft angerichtet hat, nun Jahre später nicht mehr gut machen kann. Wie viele junge Menschen wurden zu übermäßigem Konsum oder zu unrealistischen Lebenserwartungen verleitet. Es ist wichtig, diese... Ja, das ist ja voll oft das Problem bei Influencern, diese unrealistischen Lebenserwartungen, ne? Das ist ja der Grund, warum ich versuche, more transparency so in meinen Content einzubauen. Zeigen nur das, was sie wollen. Und das ist meistens nur das Gute. Und das gibt so ein falsches Bild von Lebenserwartungen. Und Bibi ist ja ein klassischer Fall davon gewesen. Deswegen schön, dass sie sich da gerafft hat, dass sie das irgendwie hingekriegt hat und jetzt auch mehr Transparency reinbringt. Punkte im Kopf zu behalten. Denn Entschuldigungen von Prominenten und Influencern müssen immer im Kontext ihres Privilegs und in ihrer Verantwortung gesehen werden. Dennoch möchte ich betonen, dass auch wenn Bibis Entschuldigung aus einer Position des Privilegs herauskommt, sie immer noch durchaus wertvoll sein kann. Aber es gibt ja tatsächlich noch einen kleinen... Das passiert mir so oft mit dem Mikrofon, ne? ...einen Twist in der Geschichte, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und zwar hat Bibi mittlerweile einen neuen Podcast gestartet. Zusammen mit ihrem neuen Partner Timothy. Und ratet mal, worum es in dem Podcast geht. Genau, um Themen wie Selbstfindung, persönliches Wachstum und so. Das finde ich einfach nur einen interessanten Aspekt. Okay. Wenn man sich selbst wirklich mal hinterfragen will, dass man dann versteht, okay, das ist nicht in meinem Charakter, das bin nicht ich, sondern ich kann das aktiv ändern, weil es aus irgendwas Vorherigem entstanden ist. Mhm. Klingt ja erstmal ganz toll. Dieser Song. Vorherigem entstanden ist. Mhm. Klingt ja... Da, 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 da.
Das hört sich an wie einer von diesen Songs, die ich zum Arbeiten höre. Erstmal ganz toll, aber hier kommt der Haken. Dieser Podcast ist nur in einem monatlichen Abo für 4,99 € hörbar. Lass uns mal ganz kurz innehalten und das verdauen. Auf der einen Seite haben wir Bibis tiefgründige Entschuldigung, in der sie über die Gefahren von Konsum und die Oberflächlichkeit der Social-Media-Welt spricht. Auf der anderen Seite vermarktet sie ihre neu gewonnenen Einsichten nun in einem Bezahl-Podcast. Da stellen sich mir doch tatsächlich einige Fragen. Wie passt es, dass Bibi einerseits Reue über ihren früheren Lebensstil zeigt, andererseits aber ihre Selbstfindung monetarisieren möchte? Ist das nicht ein Widerspruch zu ihrer Kritik am Konsumdenken? Wenn Bibi wirklich die Absicht hat, anderen mit ihren Erfahrungen zu helfen und eine positive Veränderung zu bewirken, warum macht sie diese Inhalte dann nicht frei zugänglich? Ich meine, ausgesorgt hat sie ja schon lange. Könnte es etwa sein, dass Bibi ihr Geschäftsmodell von Fast Fashion und Konsumwerbung auf Wellness und Selbstfindung umgestellt hat? Ist das vielleicht sogar cleveres Marketing in einer Zeit, in der Achtsamkeit und persönliches Wachstum im Trend liegen? Es ist schon ironisch. Bibi kritisiert die oberflächliche Konsumkultur. Verpackt diese Kritik aber in ein Produkt, das man, naja, konsumieren muss. Natürlich kann man auch sagen, dass wertvolle Inhalte etwas... Weiß ich nicht. Ach, Bibi. Kosten dürfen, um diesen Wert wiederzuspiegeln. Aber passt ein Abo-Modell zu der Message von Entschleunigung und Loslösung materieller Dinge? Vielleicht ist aber auch der Preis eine Möglichkeit, die Ernsthaftigkeit des Formats zu unterstreichen und sich sogar von der Gratiskultur der sozialen Medien abzuheben. Möglicherweise will Bibi damit auch eine kleinere, engagiertere Community aufbauen, die wirklich am persönlichen Wachstum interessiert ist. Fragen über Fragen, die letztendlich wahrscheinlich nur die Zeit beantworten kann. Aber schreibt mir wie immer gerne eure Meinung unten in die Kommentare und damit bis zum nächsten Mal. Weiß ich nicht. Danke, Catsplay, für das coole Video. Ich finde deine Stimme sehr, sehr cool. Ich finde, was du sagst, sehr, sehr cool. Und dass du dich da mit auseinandergesetzt hast mit dem Thema. Ja, also meiner Meinung nach sehr, sehr gute Entschuldigung. So wie auch Catsplay es gesagt hat, finde ich gut. Allerdings mit dem bezahlbaren Bezahl-Podcast wieder ein bisschen schwieriger. Naja.